zur Zeit. Und ja, habe dann mal hier gerade einen anderen Raum besorgt. Hier ist nämlich Post angekommen. Mal das hier. Ja, ich hatte ja mal angefangen, einen 3D-Drucker umzubauen, auch so Fräsbetrieb. Ja, die China-Händler haben halt auch Fräsen. Und wenn die halt sehr, sehr, sehr günstig plötzlich im Angebot sind, na, kann man mal zugreifen. Ich habe mal so ein Set geholt, das steht jetzt hier im lokalen Hackerspace, weil sagt, ich hab ja mal eigentlich. Das hier, das ist so das Standardmodell. Das ist üblicherweise. Okay. Was man üblicherweise holt. Und ja, mal schauen, was wir damit so bauen können. Aber auf jeden Fall hier diese X oder was das ist, diese X. Teilweise auch Koppel. Dann haben wir hier das Holz. Könnte Holz sein. Oder ein bisschen holzartiges Plastik. Es hat auf jeden Fall Armaturen. Paar Stangen. Und das, was eben so geklungen hat, sind noch mal ein paar Stangen als Führung und ein paar Stangen, Gewindestangen. Die dürfen dann an Steppermotoren dran gehen, um entsprechend das Ding zu bewegen. Ein paar Bearings. Interessanterweise 5. Damit war es das mit der ersten Schicht. Und die zweite. Da haben wir aber ein Bett. Sogar mit Schutzplastik. Und jetzt mal auf der Unterseite. Hi, Überraschung. Wer hätte erwartet, dass da Motoren und Elektronik sitzen? Ja, gucken wir mal. Zweimal der Nehmer-Stepper. Okay. Das hier dürfte die Z-Achse sein, fertig montiert. Ein bisschen viel Plastik, was vom Handy. Das hier dürfte unsere Spindle sein, also der Motor, wo am Ende mitgefräst wird. Schön groß. Auf jeden Fall ein bisschen besser als dem Mini-Dings, was ich da hatte. Ein bisschen was hier von diesem Einfängelzeug. Werkzeug, Schrauben. Ein kompletter Satz mit verschiedenen Fräsbits. Das ist das hier. Das sieht mir auf dem Controller aus. Interessanterweise kein Arduino, den hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Hat sogar einen Lüfter. Kabel. Ein USB-Stick, den ich ganz sicher in meinen Laptop einstecke. Einen qualitativ hochwertigen Pinsel. Und was haben wir noch? Netzteil. Light on angeblich, okay. 24 Volt, 5 Ampere. Relativ leicht mit amerikanischen und europäischen Links. Und dann nochmal noch mehr Hard. Und mal sonst noch was. Ja, wir haben tatsächlich etwas, was nach Anleitung sein könnte. Wir haben auch nochmal die Typennummer. Das ist die CNC3 3018 Pro. Assembly Instructions 1.2, mehr als ich erwartet habe, muss ich sagen. Ich hätte jetzt erwartet, dass man mich hier ohne Leitung gar lässt, aber anscheinend noch mal alles dabei. Yay! Na dann, dann gucken wir mal, Base Assembly. Für Base Assembly brauchen wir die. Wir brauchen die. Wir brauchen die Slider. Und wir brauchen irgendwelche Stäbe. Das ist die Frage, welche. Steht das hier irgendwo? 290 mal 10 mal 290. Das sind die kürzeren von den Stäben. Das wäre der und der. Plus jede Menge Bolt M5 mal 16 mal 12. Ich habe noch Vorteil, dass hier eine große Tüte ist, die alle hat eine dieselbe große Menge haben. Das würde ich sagen. Und die anderen, die sind dünner, das passt auf jeden Fall nicht. Und das sind zu wenige. Ja, müsste passen. So, sieht man natürlich nicht. Gibt es hier einen vorne und einen hinten? Ja, gibt es tatsächlich. Da muss man tatsächlich mal gucken. Der kommt hinten.
der nach vorne. Ah, die kann man festschrauben. Ich habe mich schon gewundert, wie wir das genau machen wollen. Was ich schon mal sehe, die hier sind anscheinend 3D gedruckt. Und da gab es anscheinend Warping-Probleme, denn hier diese Auflagefläche, die ist nicht gerade. Das ist sicher nicht gut für die Genauigkeit von dem Ding hier. Aber gut, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich was erwartet hätte in die Richtung. Also, oh, Moment mal. Die haben wir noch vorne und hinten. Das heißt, wir müssen die so drauf machen, dass jeweils die kürzere Seite nach außen zeigt. Okay. Stimmt schon. So. Wir haben keinen oben und unten. Der dahin, der dahin. Jetzt bin ich ganz nicht mehr bei der Garage. Irgendwie mit vielen Schrauben zusammenstoppen. Die Seitenteile werden hier im Übrigen als Bakelit bezeichnet. Demnach wäre das dann tatsächlich ein Plastik. Nicht Holz, wie ich eben fälschlicherweise vermutet habe. Anders. Ach, es ist fein. Also hier soll die dieses Teil, dann soll die Feder rein, dann soll der andere. Da gibt es aber nichts zu festschrauben. Das heißt, ich meine, der muss hier in diesen Slot rein, den wir hier haben. Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn wir uns überall durchstrecken. Also nochmal raus mit dem Ding hier. Und dann mit Gewalt versuchen, den hier reindrücken. Nicht so einfach ist, wenn die Feder das nicht will. Feder ist mir ein bisschen zu krumm, als eine von den anderen besser. Die geht da rein. Okay, geht die auch rein, die geht auch rein. Versuchen wir die mal. Sieht gut aus. So, reindrücken. Jetzt gucken, dass wir die geschraubt bekommen. Das sieht gut aus. Jetzt sitzt der hier drin und erzeugt den nötigen Gegendruck. Naja. Wackeln tut das Ding immer noch. Und ich weiß immer noch nicht, wie der da drauf soll. Ich würde sagen, das sollen auch hier die werden, aber passen nicht durch die Löcher. Jetzt kann es natürlich sein, wenn ich mal das Loch angucke, das ist nicht rund, dass auch dieses Bauteil hier nicht sauber gedruckt wurde. Sieht fast so aus. Ja, ich habe langsam eine Idee, wieso der Preis übrigens nicht war. Aber, hey, Hackers vorne Hack, also von daher. Irgendwie wird das am Ende schon laufen. Wie gesagt, so wirklich viel habe ich da eh nicht erwartet. So, also beim Motor der Anschluss hier in die Richtung. Die Coupling dazwischen, muss man aufpassen, die hat eine kurze und eine lange Seite, eine dünne und eine dicke Seite innen drin. Die dünne Seite Richtung Motor. Da auch aufpassen, dass mindestens noch eine von den Schrauben auf der flachen, auf der abgeflachten Seite von der Achse vom Motor ist. Und dann, wie wir sehen, den Motor hier von innen mit vier Schrauben einmal befestigen. Sollten wir theoretisch
die Achse soweit fertig haben. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier auch wieder das Bett schon drauf schieben. Nehmen wir mal das hier. Completed ist das hier. Das ist wahrscheinlich auch nicht weiter beschrieben, korrekt? Nö. Na gut. Schauen wir mal, was wir hier hinbekommen. Hier ist dieses Motor. Die 4 nach oben. Wir sind auf beiden Seiten 4. Na dann. Ne, hier sind 3, hier sind 4. Okay. 4 kommen nach oben, 3 kommen nach unten. Versuchen wir uns mal. Eine Runde einfädeln. Pi mal Daumen in die Mitte. Dann können wir eigentlich von unten die Schrauben anziehen. Okay, die ziehen jetzt von unten dagegen. Sollten damit, zumindest in der Theorie, das Ding so weit einklemmen, dass das Bett da oben drauf festsetzt. Die äußeren einfach nur als Guide, dass das Ding nicht zur Seite weggeht. Der innere ist dann der Antrieb. Dann kann dieser Motor das zumindest in dieser Achse hier bewegen. Soweit zumindest die Theorie. Einfach nochmal auf und versuche ein bisschen gerade zu ziehen. Schlüssel hier lässt sich auch schon auf. Definitiv nicht das stabilste Material. Irgendwas verfingert sich hier bestimmt mal raus. Nicht gut, aber schon gut. So, das hier mit dem Loch oder ohne. Na, der hier soll auf die Seite mit einem Abstand von 46,5 mm. Okay. Nicht mehr Sinn gemacht, die reinzumachen, als hier noch was offen war. Ja, was weiß ich, woran. Ich baue das ja nur zusammen. Also, dann müssen wir jetzt versuchen, die alle in die richtige Richtung zu drehen, einzufädeln. Dafür zu sorgen, dass wir mal anfangen zu drehen, die sich in die andere Richtung drehen und verkrampeln. Das Ganze wäre deutlich einfacher gewesen, wenn man das wie hier mal gemacht hat, hätte. Nämlich erst drauf, dann von der Seite reinschieben. So, wir wollen jetzt 46,5 mm. Gleich mal gucken, irgendwo was zu messen hab. Muss mal jetzt was holen gehen. Okay, so. 46,5 mm ab der Kante. Ja. Nicht, dass ich das jetzt nicht ohnehin verziehen würde, sobald ich hier andrehe. Aber man kann nicht sagen, ich hätte es nicht versucht. Hm. 46,5. Fast. So, um den Motor ist nicht erkennbar. Nach unten würde ich schätzen. Nee, nach hinten. Nach hinten die Anschlüsse. Machen wir den mal erst fest, weil ich schätze, sonst komme ich gleich nicht mehr an die Schraublöcher ran. So, ein Cutling. Hier eine Seite, dicke Seite.
So. Ja. Auch der löst sich langsam auf. Okay. Wie kriegen wir das jetzt hin? Da müssten wir gleich noch rankommen. Das wird passen. Die hier mal. So, hinten. Warum sind da zwei Löcher? Unklar. Das obere Loch. So, plus die zweite hier hin. Die beiden langen Stangen, die kommen hier oben hin. So, dann machen wir hier wieder was mit der Feder war. Okay. Hüpf, passt wackelt. Hat hoffentlich nicht ganz so viel Luft. Der muss jetzt hier rein. Das sind die beiden Führungsschienen. Der hier dann hier rein. Das passt noch nicht. Erstmal hier ein bisschen aufdrehen. Okay. Haben wir unsere Z-Achse. Bisher ist das relativ simpel. Hat eine Menge Fleißarbeit und ich gehe mal davon aus, die große Arbeit kommt erst, wenn man das Ding dann später noch kalibrieren muss. Oder so gerade setzen muss, dass nicht alles auseinanderfällt hier. Okay, nächstes die Spindel da rein und den hinten dran. Spindel da rein klingt einfach. Okay, das Blech ist drin. Klemmen wir den so fest. Also, erst Moment, wir haben aber noch eine Tüte mit noch mehr Zeugs. Um den Controller zu befestigen. Die Luft war nach rechts. Macht Sinn, dann haben wir den einen Ausschalter. Ja. Ich orakel mal, dass das die Tüte hier ist. Sonst kann man nichts, wo die Dinger drin sind. Was ich übrigens schon gehört habe, es gibt anscheinend keinerlei Endstops oder so. Das heißt ja, entweder du machst deinen G-Code korrekt oder du hast danach eine kaputte Maschine. Man kann aber, wenn ich richtig schätze, welche nachrüsten. Also hier sind Probe, ja, Limit, X-Limit, Y-Limit. Sollte man wahrscheinlich tun, wenn man das was länger was von haben möchte, sich nicht direkt alles kaputt fahren will. Aber hey, ja. Nee, kostet halt Geld, lässt mal besser. So, hab ich mal gesagt, Versorgung. Das Schöne ist, das ist transparent, dann sehe ich auch, ob die Dinger greifen oder nicht.
So, nein. Passt praktisch nach Luft. Was brauchen wir noch? Laser Boost Ball. Kein Laser. User Manual. Okay. Control Board Description. Ja. Yeah. Es ist tatsächlich nicht wirklich mehr beschrieben, wie man das Ding verkabeln soll. Ich meine, ich kann es mir denken, aber. Was da? Papier ist jetzt nicht so teuer, ihr habt es eh mitgeliefert. Ja, das hier ist zweitonig, das sieht nach Motor aus. Auf einer Seite ist ein roter Punkt, ich gehe mal davon aus, der gehört dann auf der rote Draht hin. Zack, zack. Und der kommt auf Spindel. Ich glaube, ich spindel. Ebermotor XYZ. Das ist die X-Achse. Wir haben gleich lang die Kabel, vermutlich. Das andere würde ja mehr kosten. Das hier, das ist die X-Achse. Und hier steht X-Motor. Ich habe eine Schraube locker. Y-Motor. Und Z-Motor ist der hier oben. So, man könnte jetzt natürlich das Ganze sauber verkabeln, aber ein bisschen Verlust ist immer. Muss ich ja frei bewegen können. So, haben wir sonst noch einen Eintritt? Nö. Mehr gibt's nicht. Was ist das und warum liegt das dabei? Ach, das ist was man bedrucken will. Wirklich fräsen wird hiermit wahrscheinlich nicht möglich sein. Können das hier noch dran machen? Mal versuchen. Okay, trauen wir uns einfach mal das Ding einzustecken. What could possibly go wrong? Wenn er nicht weiß, aber. Wurde es eingesteckt? Jo, es kam ein kleiner Funken raus, aber ich gehe mal davon aus, dass wir sagen, von einem Elko. Einschalten. Okay. Rote Lampe, kein Rauch. Ich habe irgendeinen Motor gehört, der geschaltet hat. Okay, Drucker ist online und. It's alive! Gibt's noch eine Achse? Ja. Und die Z-Achse. So, an. Das sieht jetzt aus. Ja, und wenn dann alles zusammen ist, dann fehlt ja nur noch die Software. Und an der Stelle, ich habe noch keinen wirklich sinnvollen Workflow gefunden, wie man was Sinnvolles zum Fräsen erstellen kann. Ich meine, ja, zum Steuern, klar, Candle 2 zum Beispiel funktioniert oder auch jede andere Software, die halt G-Code hinschicken kann. Was aber ein bisschen problematisch ist, ist überhaupt mal Fräsdateien zu erstellen. Ich habe mich mal dran versucht, habe mit FreeCut da auch was hinbekommen, aber hatte das Problem, dass er irgendwie alle Pfade da doppelt und dreifach versucht hat zu fräsen. Also so wirklich funktioniert es nicht. Aber ich habe nur 2-3 Versuche gebraucht, um mal rauszukriegen, wie man hier richtig ansetzt und so. Und ich würde sagen, das hier zählt als Fräsen. Und ehrlich gesagt, sonderlich beschweren möchte ich mich jetzt über das Ergebnis hier nicht. Ich meine, ja, es ist nicht das schönste Fräsergebnis, aber ich hätte ehrlich gesagt jetzt dann doch Schlimmeres erwartet. Es ist natürlich so, dass hier dieses Gerät sehr viele Funktionen nicht oder nicht sinnvoll macht. Zum Beispiel, was es nicht gibt, ist irgendeine Art von Auto-Leveling, was gerade, wenn man halt der Z-Achse sehr genau arbeiten möchte,
eigentlich schon fast Pflicht ist. Das heißt, ich würde nicht versuchen wollen, hier mit der Fräse jetzt unbedingt Platinen zu fräsen. Ich meine, ja, ich werde es natürlich irgendwann mal wahrscheinlich versuchen, einfach um zu gucken, wie schlecht es wirklich ist, aber dafür ist es nicht gemacht. Genauso die Halterungen. Ja, ihr habt sie eben eventuell mal kurz im Bild gesehen. Ich denke nicht, dass die so gehören. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Es fehlt da einfach an Beschreibung. Und an Software halt auch. Es ist irgendwo der Verweis auf, ich glaube, GBL-Control oder sowas. Ich müsste nochmal nachgucken. Es war, glaube ich, irgendeine Windows-Software, die sie da empfohlen haben. Teilweise auch Candle 2, aber keinerlei Informationen, was man wie, wo konfigurieren muss. Das mit der Spindle hatte ich eben ja schon reingeschrieben. Die muss man irgendwie von Maximalwert von 100 auf 1000 ändern. Sonst kriegt das Ding überhaupt keine Geschwindigkeit und man wundert sich, warum das Ding nicht sauber funktioniert. Da ist noch eine Menge, was halt, zumindest wenn man das Ding mit Open Source benutzen möchte, nicht so doll ist. Auf der anderen Seite, ich habe hier für diese Fräse sozusagen unter 100 Euro bezahlt. Und so viele Mängel sie auch hat, sie sieht deutlich stabiler aus als mein umgebauter 3D-Drucker. Also von daher, es ist jetzt für den Preis, denke ich, halbwegs akzeptabel. Und wenn man halt nur ein bisschen was rumfräsen möchte, dann kann das durchaus eine Idee sein. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen damit rumspielen. Ich werde auf jeden Fall mal gucken. Ich müsste noch ein bisschen Metall irgendwie gravieren. Mal gucken, wie viele Sekunden das gut geht, bevor mir der Fräskopf da durch die Gegend fliegt oder komplett stumpf ist. Aber naja, gut, muss man halt mal gucken. Ich habe keinerlei Erfahrung damit. Ich hoffe einfach mal, dass die CNC-Leute bei uns aus der Ecke da im Zweifelsfall laut schreien, wenn ich Unfug machen möchte. Ja, gut. Fräse funktioniert auf jeden Fall. Zusammenbau war machbar. Sollte halt ein bisschen logisches Denken anwenden können, weil die Anleitung einfach nicht wirklich alles hergibt, was man eigentlich braucht. Aber ansonsten, sie funktioniert zumindest. Wie gesagt, es gibt viele Variationen hiervon. Die gibt's auch mit einem Laser zu kaufen. Das würde ich definitiv nicht empfehlen. Ja, das Ding kann lasern. Das spricht technisch jetzt erstmal nichts dagegen. Aber die Anzahl der Schutzmaßnahmen hier bei dem Ding ist halt irgendwo bei null. Es gibt kein Notaus, es gibt keinerlei Berührschutz und wenn wir mit Laser arbeiten, es gibt halt auch nicht irgendwie ein Gehäuse mit irgendwie Laserschutz oder sowas. Das heißt, wenn man da das falsche Ding mal drüber fährt, irgendwie über eine Schraube oder so mit dem Laser fährt, dann landet plötzlich das Laserlicht da im ganzen Raum. Und sagen wir es mal so, ihr wollt das Laserlicht nicht in euren Augen haben, das macht man nur einmal. Aber genug gelabert, ich gehe mal weiter versuchen, irgendwie eine sinnvolle Toolchain hierfür mir aufzubauen, dass ich rauskriege, wie man da Fräsdaten macht, die nicht irgendwie 200 Mal denselben Linie nachfahren, und hoffe dann, dass bis dahin zumindest mal die Hardware dann auch immer noch das tut, was es soll.